Ach so, das war nur die Attacke, Entschuldigung. Mache im Prinzip einmal 9, einmal 10 und einmal 13 Schaden, wenn er 6er genau, Rüstung hat. Genau, danke, das ist das, was ich haben wollte. 9, 10, 3 sind 32. Dann ist Rafim fertig. Und du siehst, dass rosanes Blut oder Säure durch den Raum spritzt. Sind meine Wunden, also meine Schläge dann sichtbar? Oder ist das praktisch, da fliegt einmal so praktisch Blut raus? Ja, ich würd euch tatsächlich jetzt nur einen +5/+5 geben. Ah, okay, super, danke. Ich würde das gerne vorziehen, Frau Boltax. Alles klar. Habe ich mir. Ich sehe ja, wo das Blut herausspritzt und genau auf diesen Punkt schlagen, wie das zulässt. Dann eine Aktionposition, sind zwei Schritte, dann stehst du an dem Brunnen, +5/+5. Okay. Wie gesagt, er ist immer noch, unsichtbar. Er ist immer noch unsichtbar. Ne, das ist ein freier Aktion. Achso, ne. Ah, okay. Das ist eh egal. Ist gelungen. Ja, Schaden. Er kann nicht parieren. Doch, er könnte noch einmal parieren. Er hat ja 5 Aktionen. Eine Parade wäre sogar noch drin. Weißt du was, ich mach das spaßeshalber mal. Dann kennt ihr den Wert auch. 19 nicht gelungen. Dann ja. Machst du 3 Schaden. Plus, jetzt kommt die Wirkung vom Zazam und Toxin zur Wirkung. Die Wirkung sind, der Dämon verliert für 20 Kampfrunden ausweichen in Limbus, desgleichen Verlust von Unsichtbarkeit und Regeneration. Der wird nicht mehr unsichtbar? Nein. Junge. Desgleichen Lemo, Attacke -3 und Parade -3 sowie halbierte Geschwindigkeit und er kriegt jede Runde W6 Schadenspunkte. Ein W6 Schadenspunkte. Das Ziel wird sichtbar. Okay. Deine Waffe ist nur magisch, ne? Ich weiß nicht, ob das durch hat. Sie ist nicht geweiht. Nein, ist nicht geweiht. Okay, dann kommt nämlich kein Schaden durch. Du machst halt, du machst halt 3 Schaden, also du machst halt 9 Schaden. Er ist resistent gegen magischen Schaden, dann halbieren wir das und danach ziehen wir die Rüstung ab. Da kommt dann aber wenn er resistent gegen magischen, ist er dann auch resistent gegen profanen Schaden? Ja, natürlich, immer. Ich aber deine Waffe ist ja nicht, nicht profan. Die von dir ans von. Ja, so. Ich glaube, du kriegst trotzdem den profanen Schaden, wenn du den Magier gegen magischen resistent bist. Ist nicht so wichtig, denn sie sind ja sowieso resistent gegen profanen und so. Aber er ist zumindest nicht mehr, also die +5/+5 fällt raus. So, dann ist Abel mir noch nicht fertig, ne? Es hält im Übrigen 20 Kampfrunden, was gibt. Ich würde nur auf ihn raufschlagen nochmal. Kann er nicht mal wehren. Richtig. Ich mache mal eine normale Attacke. Aber, ich verfall durch das Zazat-Motoxin in Raserei. Das macht nicht viel. Dann habe ich andere Kampfwerte. Was habe ich gewürfelt? 28 für die nächste Kampfrunde. Ich kriege nochmal 12 profanen Schaden. 12 sind halbiert 6, Rüstung 6, passiert nichts. Wobei ich überlege gerade, wie ist die Reihenfolge? Wir ziehen erst die 6 ab und dann halbieren wir, sind also 3 Schaden. Gut. Und 1W6 von Gift. Und 1W6 am Ende der Kampfrunde, genau. Und wie gesagt, der verliert jede. Also, der 3 Punkte von Attack und Parade verliert er. Okay. Gut. Dann überlege ich gerade, Abelmir ist fertig. Geh mal das. Ich bin dran. Entschuldigung, Boltax? Oder so? Ja, Abelmir hat hier vorgezogen. Zulamin und Diamantis liegen beide am Boden und winden sich noch unter Schmerzen. Ist das richtig? Okay, dann würde ich zuerst wahrscheinlich Zulamin pieksen, weil sie bei mir am nächsten dran liegt. Ich glaube, die Kampfrunde wäre auch durch bei Zulamin, ne? Du bist ja nur eine Kampfrunde. Oder mal 3 Kampfrunden. Ja, mal 3. Ja, deshalb. Richtig, genau. Und, oh, Alter, 7. 7 SP? Ja, ich setze den Dolch unglücklich an, rutsch ein bisschen ab durch und. Zappern, ja. Ja. Oh, das tut mir leid. Das ist wie bei Eltern. Zulamin ist wieder handlungsfähig und auf der. Ja, ich würde gerne, wenn der Junge so weitersteht. Ja, das war jetzt einer und ja, dann würde ich den, zum ja, genau. Ja, richtig, aber ich habe ja nur 2, also war eine freie Aktion. Kannst ja, du ja gut, noch, okay, du stimmt, bleiben. Dann kann ich noch mal umgewandelt. Ja. Aber ja, ja es wäre los und 3 SP, 4 SP. Ja. Dann ist ja doch Diamantas und Zulamin dürfen handeln, klar. Kann man aufstehen? Ja, schöne Sache, aufstehen, Gewandtheit, eine Aktion. Mhm. Somit habe ich noch eine Aktion. Ich nicke Boltax einmal zu und mache mich auf den Weg zur Tür.
Also ich laufe, komme wahrscheinlich, wenn die offen ist, dann kann ich ja auch bereits hinlaufen. Ich mache mich bereit, auf den Buschruf zu schießen, denn ich weiß noch nicht, dass er sichtbar ist. Warte, 5 Schritte bin ich gelaufen, dann kann ich hier so noch den Halbkreis anschneiden. Ja, du kommst aus der Tür raus, da siehst du ja schon, dass er sichtbar ist. Du siehst ihn, ja. Das Zazatomoxin wird ja regeltechnisch sofort wirken. Also ja, seine Unsichtbarkeit löst sich gerade auf. War dann noch meine Kampfrunde. Zu Lamin. Ich würde erstmal nur bis zur Tür gehen und mir einen Überblick verschaffen, also orientieren. Dann steigt deine Gewand, deine Initiative. Ja. Hast du eine Gewandheitsprobe gewürfelt? Nein, kann ich aber tun. Ja, 20 geht immer. 18 auch. 17 auch. Ja. 16 auch. Reicht. Dann kannst du dich orientieren. Heute. Und du bekommst die 12 maximal, weil du 2W6 hast. Wie viele Ini hast du denn? Nur für die Herren in den hinteren Rängen? Lass mich gucken. Ich hatte eine 4 und eine 2. Das heißt, es kommen noch 2 und 4, also noch 6 Punkte drauf. Okay, dann fange ich an mit dem Rosenzweig, den ich auf der 10. Ich muss ziehen. Möchte vorziehen. Ja, kannst du gerne machen. Ich sag schon mal an, dass ich dahin gehen möchte, dass ich dahin gehen möchte. Nee, die kommen noch nicht an. 6 Schritt. Du hast also 2 Gegner an deinem Rücken. Ja, egal. Ich bin hier, um das große Vieh umzuhauen. Hässliches Mistteil, sag ich, als es sichtbar wird. Und dann Hammerschlag. Warte. So, 10 ist noch nicht durch, aber die würden sich gleich bewegen. Hatten so ein 13. Hammerschlag. Ja, Hammerschlag. Komm, gehen wir ihm noch eine, sagen wir konservativ, noch eine 4er Wuchtansage oben rein. Stopp ich zuvor. Und zwar, meine Raserei lässt mich gerade bei der 28 sein. Meine Geschwindigkeit steigt damit auch. Die wird nämlich auch verdreifacht. Dann aber die wird halbiert, aber durch den Tatarum. Halbiert? Halbiert. Das frag mich nicht, in welcher Reihenfolge das angewandt wird. Ja, aber es verdreifacht dann halbiert. Einfach halbiert. Also ich bin auf der 18, halbiert sind 9, GS 9. Aber das reicht für den Sturmangriff. Der Sturmangriff wird aber vermindert. Ich bewege mich. Auf wen? Ich bewege mich 5 Meter dahin. Beziehungsweise, 4,5 Meter dahin und 4,5 Meter auf Abelmir. Ihr könntet im Prinzip sowas wie Passierschläge machen, ist aber bei Raserei verboten. Ich wollte gerade sagen. Die ignorieren Kontrollbereiche und Passierschläge. Die finden bei ihm nicht mehr statt. Das ist mein erster Angriff. Da ist jetzt noch nicht eingetragen, dass mein Angriff ist nochmal minus 2, hast du gesagt, ne? 3. Minus 3, das heißt, ich treffe noch 12. Der Angriff kostet 2 Aktionen. Und ich trage den Schaden aber doch nochmal ein. Ich mache das jetzt ordentlich. Die Geschwindigkeit war 18, jetzt ist sie nur noch 9, sind 5 Schaden mehr. Und ich trage den neuen Sturmangriff mit Zazatomoxid ein. Also es ist 5 plus 4. Sind 17. Sind 3 Schildpunkte. Okay, dann, das war meine erste Aktion. Da können noch zahlreiche Leute vorziehen. Das waren deine ersten beiden Aktionen. Sturmangriff kostet 2. Scheiße, richtig. Ich meine, auch die Parade steht drin. Wenn du mehr als einen hast, steht da nicht, was ich mache. Das waren meine ersten 2. Anson, du bist dran. Okay, kann ich mit einer freien Aktion noch dahin kommen und ihn zum Hammer schlagen? Freie Aktion? Da stehe ich halt Rapim im Weg. Das nehme ich billig mit Grau. Du kannst in den Pool reingehen. Ach, das nehme ich. Okay. Dann, sagen wir konservativ, machen wir eine 4er Ansage. Es ist insgesamt eine plus 12. Würfeln wir mal. Kann so schlecht gar nicht werden. Es ist so schlecht gar nicht geworden, dass wir das treffen. Okay, ich höre von dir nichts, also rechne ich die 4 nach oben drauf, dann würfeln wir den Schaden aus. Das sind 30, das wird verdreifacht, das sind 90. Das wird verdreifacht? Hammerschlag. Die Ansage wird mit verdreifacht. Ja. Es ist nur eine magische Waffe. Das ist nur eine magische Waffe. So, du hast 90 gesagt, ne? Ja. Dann ich weiß nicht, wird es erst halbiert und dann verdreifacht oder erst verdreifacht erst, und dann erst halbiert? Erst verdreifacht durch den Hammerschlag und dann halbiert? Also 45. Sind 45 minus 6. Egal, wenn es erst halbieren und verdreifachen wird, ist es immer dasselbe. Ja, richtig, weil bin mir gerade ein Punkt. Ich kann rechnen. Und so weiter. Sind nur 39 Schaden. Das war Anzwohn. König! Rafim. Da Anzwohn den Buschruf gerade gut vermöbelt, kümmere ich mich um die Viecher. Einen Schritt auf die zu und dann kriegen die Bohrradsichel. Ja. Sowas von dreimal umgeklatscht jetzt. Das ist keine Ansage. Oh mein Gott, es ist traurig. Ist traurig. Oh, das ist traurig. Ein Patzer. Ja, warte. Nahkampfplatz. Sturz.
Das sind er rutscht auf dem nassen Boden aus. Wie du verlierst, oder was verlierst du? 1d6, glaube ich. Beim Hinfallen ist normalerweise 2d6, wäre stolpern. Aber bei der Passtabelle könnte es anders sein. Ich würfel einfach 2d6. 5 runter, dann bist du bei der 16. Ja, aber den einen, den drücke ich ja trotzdem. Gar nicht mal. Doch, ich greife den ersten an. Siebener, genau. Und dann nee, ich meine, ich hab die Tabelle gelaufen. Du willst gar keine Ini bei einem Patzersturz, weil dieses Regelwerk, doch, Ini minus 2, weil dieses Regelwerk super konsistent geschrieben ist und Dinge oft gleich anwendbar sind. Okay, nicht. Ich tue den Rosenzweigling hier hin. Zustand, tot. Okay. Hast du die Sonderfertigkeit standfest oder einen Vorteil Balance? Balance hat er nicht. Ich glaube nicht. Wäre es für Schiff, wäre es aber auch interessant. Ja. Okay, weil ansonsten dürftest du GE testen und nur stolpern stattdessen. Gut, wir machen einfach mal weiter. Ja, ich bin, glaube ich. Team ist fertig. Und als nächstes, ich würde zunächst gerne mal eine Steinmetzprobe würfeln, um zu schauen, wie dick die Decke ist. Cool, ja. Ja, begrab mich und den Buchschuss unter den Trümmern. Was wird das werden? Ich sag mal 10 Zentimeter? Okay, super, perfekt. Alles klar, dann gehe ich nach oben ins obere Stockwerk. Ja. Und ich weiß ja genau, wo die stehen. Also ich konnte das ja durch die Tür sehen. Also von da nach da sind 2 Schritte und dann die Treppe hoch sind 4 Meter auf alle Fälle. Ja, ich nehme, also, aber die Decke selbst ist nur 10 Zentimeter dick. Ja. Okay, perfekt. Super. Das ist für die Größe, ist das aber eine ordentlich dünne Decke. Also dann gehe ich bis hierhin. 10 Zentimeter? Ich finde das okay. Ja, das denke ich ist auch okay. Für die Decke ist es ziemlich dünn, aber okay. Ja, egal. Dann mache ich Folgendes. Ich mache jetzt das, was der... Du musst nicht erstmal 2 Aktionen gehen. Du hast 2 Aktionen gelaufen. Ja, ich erkläre es euch nur schon mal, was ich gleich mache, weil das jetzt keine Kampfaktionen mehr sind. Mhm. Ich werde gleich die Schneide des Dolches aktivieren. Damit kann ich durch Naturschein schneiden, wie durch weiches Wachs. Dann gehe ich einmal das komplett hier ab, schneide die Decke einmal durch und lasse das ganze Teil von oben runterkrachen. Wenn du mit runterfällst, ich fange dich nicht auf. Niobara hasst dich. Oh ja, ist in Ordnung. Okay, ich wollte es dir nur gesagt haben. Also, schlechter Ruf bei Niobara. Boltax ist fertig. Dann Abelmir 23. Ich würde meinen Stab auf den Boden ploppen und einen Fortifex direkt vor mir aufploppen lassen. Mhm. Das ist ein plus 5. Das ist mir gelungen. Und wir haben steht vor mir ein Fortifex, die ZFP sind egal beim Fortifex, 2 Meter Schritt breit und 3 Meter hoch durch. Mhm. Welche Variante ist das oder ist das ein normaler Fortifex? Die Grundvariante ist das einfach nur. Also hat das ein Objekt, wo es so ausgerichtet ist? Es ist stabil im Ort, also bleibt nicht bewegbar, nicht alles, wie die Grundvariante. Es ist am Brunnen angedockt. Direkt vor mir, genau. Können wir auch mal einzeichnen. Also wenn aus irgendeinem Grund der Brunnen anfängt durch die Gegend zu schweben, werden wir dran denken, aber bis dahin ist es egal, woran das festgemacht ist. Das ist nicht schön. Nicht schön, aber selten. Gut, eine Aktion hast du noch. Zweimal 2 Schritt. Und dann würde ich mich den direkt vor mir, neben mir, diesen kleinen Kröten zu wenden, diesen kleinen Rosenzweigling, mal attackieren. Die hatten sich gerade bewegt. Dann kannst du. Nice, getroffen. Wollen nicht wehren oder ausweichen oder keine Ahnung? Nö, die haben sich bewegt. Deren Geschwindigkeit ist nicht so hoch. Das ist, gilt das Zazatomatoxin nochmal? Gegen Dämonen. 20 Kampfrunden. Niederdämonen. Also es ist nicht verbraucht an deinem Säbel. Nein, so wie Kraft. Warte, doch. Gifte verbrauchen sich immer nach der ersten Anwendung. Den Schlafgift wird zur Mehrung benutzen. Nein, ich habe das Schlafgift jedes Mal, wenn ich auf dem Schiff von Dreh appliziert, so wie ich es im Forum stehen habe. Ich glaube, du musst tatsächlich. Dann ist normal Attacke. Ja, gut, dann ist das Ding noch nicht tot. Mit 9 SP. TP. Gut, dann war das deine Kampfrunde. Nach Abelmir kommt Diamantis. Ja, jetzt schießt Diamantis gegen die Wand! Nein, ich schieße da nicht drauf, der ist sichtbar. Ich habe hier 2 kleine Rosendinger vor mir und die möchte ich aus dem Weg haben, deswegen trete ich 2 mal zu. Okay, ich dachte, du schießt ja sofort gegen ihn. Ich glaube, der Fortifex ist nicht sichtbar. Der Fortifex ist unsichtbar. Immer der Dämon ist sichtbar.
Und er hat das mir geladen, deswegen würde Schießen jetzt nichts mehr bringen. Ja, ja, genau das. Ich hätte das so gefreut. Also ich erwarte jetzt nicht mit Mehl dem Schaden zu machen. So, das ist der erste Angriff und dann der zweite gleich hinterher. Entladen geht aber am schnellsten, wenn du einfach rausschießt. Ja, aber ich kann die ja sowieso nicht neu laden. Langdolch? Wie willst du denn den Langdolch? Ah, nein, nicht Langdolch. Ich wollte würfeln, aber das ist einfach, das ist ein Punkt weniger. Also 23, 18 würfel ich da. Und zwar mache ich das Manöver Tritt im Horusat. Das macht mir 2 zusätzlichen Schaden und zusätzlich das, die Effekte von Horusat, welche beim ersten Schaden aber nicht zutreffen und beim zweiten ebenfalls nicht. Also sind das einmal 7 TPA und einmal 13 TPA. Magisch. Okay. Ja, magisch. Dann Buschhof kann nochmal. Sturmangriff. Der hat noch. 4. Der hat noch. 4. Oh, nicht auf Abel. Ist der irgendwie erschwert, weil ich das Wasser... Er hat Part 1, ja. Okay. Kann ich parieren, also gib mir direkt. Sturmangriff, Tag und ich weiß. Och, dann würfel erstmal. Ich überlege gerade. Der Buschhof hat keinen, aber... Aber. Ja, na gut. Ich überlege gerade, ob irgend so ein Meister auf der NPC, der den Buschhof beschworen hat, ihm einen Schicksalspunkt gegeben hat. Aber der Meister auf der NSC, nicht hey, gerade. Frosty, Frosty, wir können es folgendermaßen machen. Ja. Ich gebe dir meinen Schicksalspunkt, wenn du allen anderen, die momentan keine Schicksalspunkte haben, zusätzlich eine Stufe Regeneration ihrer Schicksalspunkte gibst. Wäre das fair? Also du meinst, dass es nicht mehr 10 Runden dauert, sondern 9 Runden? Genau. Bis sie wieder kommen? Ja, richtig. Das ist ein faires Angebot. Das macht den Kampf noch etwas interessanter und... Das ist ein faires Angebot. Ich würde den sterbenden Amtsmund jetzt nicht als interessant bezeichnen, aber... 8. Okay, gib mir Schaden. Mann, 16. Ich muss meine Wunschwörter ausrechnen, warte. Ich habe eine 17er Konsti, das ist also 17, das ist eine 9, plus 2 von Eisern sind 11 und dann ich brauche eine Trefferzone. Es ist vermutlich eine Wunde im Torso, da gehen nochmal 3 Punkte Rüstung ab, das ist eine Wunde. Und vor allem sind das Mathe 3 Punkte, 16, das ist 13 Punkte Schaden, was mich auf 31 unterbringt, was vermutlich immer noch mehr als das Abelmi überhaupt hat. Und jetzt, ich glaube, ich muss mich selbst beherrschen. Ja, das ist das erste Mal, dass ich richtig Schaden gemacht habe, ne? Probably. Ich würfel erstmal die Selbstbeherrschung. Hat Schaden bekommen, oder? Glaub nicht. Die Selbstbeherrschungsprobe zum Unterdrücken der Wunde ist allerdings gelungen. Ja. Was leider bedeutet, dass ich nicht in den Blutrausch gehe. So wie ich das lese. Die Wundschmerzprobe ist relevant, nicht die Unterdrückung der Wunde. Okay, dann probe ich jetzt noch eine. Hast du den Zusatz W6 gewürfelt? Noch nicht, ne? Noch nicht. Das ist keiner hier, das ist der Zusatz W6, aber der zählt ja nicht für. Doch, für ist eine Brustwunde. Also ja, klar, nein, ich meine, der zählt nicht für diese spezielle Betrachtung. Jetzt würfelst du bitte noch einen W6. Das finde ich fair. Ach, noch ein W6, warte, wofür das? Ja, erzähl ich dir gleich. Scheiße. Eins. Eine von einem Wesen geschlagene Wunde beginnt sich in den nächsten 1 bis 6 Stunden unter Schmerzen 1 bis 6 zu verändern. Die Haut wird schuppig, wässrig, verfärbt sich, fault oder löst sich auf. Kleine Hörner oder Stacheln wachsen heraus, das getroffene Glied verwächst, etc. Der Fantasie des Meisters sind kaum Grenzen gesetzt. Die Mutation geht nur langsam, nach 4 bis 20 Wochen zurück. Manchmal heilt sie sogar gar nicht, so sie nicht mittels Zauberei oder göttlichem Wirken geheilt wird. Mutation. Okay, aber das dauert ja jetzt eine Stunde, oder wie? Ja, das ist richtig. Eine Stunde, aber dann bekommst du... Also ich freue mich dann darauf, euch in einer Stunde alle wegzublutrauschen, aber bis dahin halt was in der Hinterhand, ja? Gut. Gut. Dann ist mein Buschhof fertig. Zulami. Gut, dann schaue ich, dass ich Abelmir die kleinen Dinger vom Leib schaffe. Also ich laufe zu ihm rüber. Ja, eine Aktionposition. Und dann hauen wir mal das kleine Viech. Wobei, du hast sogar genug freie Aktionen. 4 Schritt waren das. Okay, gut. Die hast du sogar. Und 3 Aktionen, 3 Attacken. Dringend sehen, dass du noch irgendwo einen Punkt, irgendwo 2 Punkte hinher kriegst. So auf Dauer. Ist doch egal. Akrobatik, ne? Hilft Akrobatik? Ne, das hilft den Ausweichenproben. Ja. Also Hilfe ausweichen, ja. Reitersäbel. Acceleratus könnte helfen. Attacke. Ja, die sind fertig. Die können nicht mehr machen. Kannst du die nächste Attacke schon machen und auch den Schaden. Die machen vielleicht sind sie ja nach 2 schon tot. 12 und 9. Das reicht tatsächlich. Dann nehme ich die weg. Zustand.
Gut. Ich könnte noch einen bei Diamantes hauen, oder ist der zu weit weg? Du musst dich mit einer Aktion Position umdrehen, weil es genau 180 Grad sind. 3? Ich glaube, ich habe lieber das Ding im Rücken als den Buschuf, weil von Abelmirs Wand weiß ich ja nichts. Mit einer Magiekundeprobe ja, aber du hast den Fortifex bei ihm auch noch nie gesehen, also eher nicht. Okay, ich kann die Magie. Und er hat ja auch nicht Fortifex gesprochen, sondern er hat einfach nur auf seinen Stab getockt. Also nein, du weißt es nicht. Okay. Nächste Kampfrunde, 10. Rosenzweiglinge sind dran. Ich möchte gerne vorziehen, bevor die auf die Idee kommen, mich anzugreifen. Ja, ich würd oben auch gerne vorziehen, einfach, dass wir es hinter uns haben. Okay, dann fangen wir mit Boltax an. Warte, dann möchte ich erst noch den Hammerschlag machen. Nein, wir fangen mit Boltax an. Okay, also ich würfel erstmal eine Athletikprobe, um das möglichst schnell hinzukriegen. Das ist nicht gelungen. Ja, dann mache ich es halt in meinem normalen Tempo. Ja. Schneiders Dolches aktivieren, wie lange dauert das? Ich lasse einfach nur 2 ASP da reinfließen. Das ist aber trotzdem eine Aktion. Das aktivieren nicht. Es hängt nur davon ab, wie lange er zum Schneiden braucht. Ja, richtig. Also das Aktivieren ist im Schneidvorgang mit inbegriffen. So, dann schaffe ich die Hälfte. Gut. Dann nächste. Die Hälfte? Ja. Junge. Nächste Runde kommt dann das Ding runter. Okay, Machen wir noch einen Hammerschlag! Sturmangriff. Stopp! Sturmangriff. Immer noch mal die 4er Ansage. Und ich mache sogar 2 Sturmangriffe in dein Gesicht. Nicht einen auf mich, einen auf Abelmir? Nee, er sieht ja die Wand. Er hat ja... Er hat das 30, meinst du? Ich treffe leider nur einen. Du hast einen Hammerschlag... Ja, nice. Du hast einen Hammerschlag angesagt. Dementsprechend kostet er dich alle Aktionen und du kannst nicht parieren. Nee, das ist richtig. Ich will sowieso nicht parieren, okay. 24, gehen, gucken wir uns die Zone an. Das ist der Schwertarm. Okay, da gehen 3 runter und sind es noch 21. Das sind bei einer Rundschwelle von 11 nur eine Runde. Was? Ja. Wie viel Schaden bekommst du? 21. 21. Was für eine Rundschwelle hast du? Konstitution ist 17. 11. Ja, 9 plus Eisern sind 11. Ja, genau, 17 und mit Eisern ist deine zweite bei 19. Ja, Rüstung hatte doch. Nein. Och, na klar. Wenn meine erste bei 11 ist, muss meine zweite also Konsti halb, Konsti halbe plus 2, Konsti plus 2. Nein. Wunschwelle wird nicht verdoppelt. Zweite ist plus Konsti plus, plus Eisern. Genau, also du bekommst Konsti bei 19 die zweite Runde. Okay, das ist 2 Runden. Dann könnte das jetzt eine rechtlich schwierige Selbstbeherrschung werden. Die ist nämlich erschwert um 8. Oh, ja, nein. Guck mal, ob ich stehen bleibe. Ja, ich arbeite dran. Auch die ist kein Problem. Bleiben müsste immer. Ich bin allerdings nah am Verrecken, wenn ich mich nicht täusche. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? Warte kurz. Ich weiß es nicht, ich habe schon angefangen einzutragen. Warte. Aber wie viel hatte ich gerade eben? Hat jemand das im Kopf? Der zweite Sturmangriff gegen liegende Gegner würde dann ja sowieso erleichtert sein. Ich liege ja nicht. Steht ja noch. Hä? Wenn du. Achso, ja, doch, du bist nicht 16 Kampf, nicht kampfunfähig. Ich bin nicht kampfunfähig, ich bin irgendwo unter 5. Aber weiß ich, kann ich auch gerade. Kann mich jemand sagen, wie viel ich gerade ausgewählt habe? Du hast doch zäher Hund, oder? Also ist doch egal, ob du unter 5 bist. Eisern. Ja, da. Ich habe auch noch Eisern, das ist sowieso egal. Zäher Hund hilft nur gegen die Sterbenproben. Anyway, sagen wir einfach, ich bin beim nächsten Angriff down, ja? Das dürfen wir gar nicht weiter rechnen. Ja, aber da war jetzt die Frage, wenn du hingefallen wärst, dann wäre man nicht zweiter an diesem, Sturm. Nein. Genau, dann wäre so, alles klar, mein Schruf ist fertig, du darfst jetzt Hammer schlagen. Ja, jetzt komm, jetzt muss ich ihn auch killen. Also. Dann, weil es jetzt sowieso das letzte ist, warte, Hammerschlag ist. Du der neue König wirst, ne? Hammerschlag ist eine 8er Ansage. Bin ich auf der 21, dann geben wir ihm noch. Wir werden noch einen 6er Wurfschlag mit. Komm, Risiko. Also dann für die 14. Ja, jetzt verpasst ich's. Geschafft! 6er Wucht? Die wird nicht verdreifacht. Doch. Ansagen ja? im Hammerschlag werden mit verdreifacht. Deswegen mache ich es ja. Okay. Ja. Junge! König! Ist da schon alles mit drauf? Er ist alles mit drauf. Sind 99. 99. Halbiert? 99, schade. 100 sind 50. Warum halbiert? Weil er immer noch resistent gegen magische Waffen ist. Stimmt. Okay, so, sorry. Die Lebenspunkte von einem Buschruf. Ich habe ihm 95 reicht. Punkte rausgezogen. Ja, und Rafim hat ihn auch einmal gehauen. Wenn er mehr als 100 hat, rufe ich Bullshit. Nee, es reicht. Er hat 100. Reicht. Ich hau ihm das Ding einfach mitten zwischen die Hörner, wenn er mich anstürmt. 32 hatte ich hier, dann nochmal 3 von Abelmir, dann nochmal 39, dann nochmal 50. Ich hoffe, den Namen meines Vaters, den ich gerade nicht im Kopf habe, und hau ihm das Ding zwischen die Hörner. Wahrscheinlich Answan oder so. Ja, und dann gehe ich vermutlich mit ihm, taumel ich erstmal zu Boden und muss mich aus dem Wasser klauben.
Du bekommst mal 1W6 zusätzliche Mutationsschaden. Das könnte mich killen. Und bin unter 0. Das war der zweite Angriff, du bekommst nochmal 1W6 Mutationsschaden. Ist ja egal, ich bin sowieso unter 0. Dann ist das, was in den nächsten Stunden passieren wird. Also, erstmal geht's dir gut, so, aber also du stirbst in der nächsten Stunde. Poltergeist. Ja, nein. Poltergeist lässt sich jetzt mal. Das ist besser statt schlechter. Okay, ja. Buschruf ist fertig, Anson ist fertig, 19 oder 4. Du darfst vorziehen, ansonsten greif nicht die ja, Rosenzweig, die haben ja noch. Ich bin hingefallen, meine Freunde. Okay, warte, dann mach ich jetzt haben die Rosenzweiglinge. Und zwar hierhin. Der ist tot. Das reicht. Dann kommen die auch an. Die sind tot. Da ist noch einer bei Diamantas. Dann. Rafim ist gestürzt. Letzte Runde schon, oder? Ja, aber ich würde jetzt diese Runde 1, halt vor 2, denen 3, aufstehen. 4, 5, 6, 7. 7 Rosenzweiglinge auf Rafim. Ich denke, ich laufe trotzdem hin, um Rafim zu retten. Aber steh ruhig auf. Ja, komm, wir versuchen es hier. Ja, das reicht. Da stehen wir in einer Aktion auf. Ja. Meine Güte. Dann greifen wir zweimal an.